Moin Moin, willkommen zurück zur Wahlrunde von Legion DD2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Wir gehen als die Nomaden rein. To Nova. Diesmal. Wir starten mit einem DAX. Wir haben gute Einheiten am Start. Schwein ist da, Harpien sind da. Wir machen einen großen DAX. Das ist der Plan. Ja. Das war's, würde ich sagen. Mehr gibt's nicht zu erzählen. Ich habe schon gesehen, ich habe eine Umfrage gestartet wegen den Legionen, was ihr am liebsten spielt. Ich habe schon gesehen, Elemente spielt einfach keiner. Finde ich ein bisschen underrated. So, zur Abwechslung kann man das halt machen. Die sind gar nicht so schlecht, wie ihr denkt. Macht vielleicht auch nicht. Also es gibt andere, die mehr Spaß machen mit Max, mit dem Pyros, klar, gewinnst halt fast immer. Aber Elemente sind auch nicht schlecht. Genau wie die Nomaden. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber man hat andere Strategien. Hier kann ich zum Beispiel mit den Ratten viel Mythium sammeln. Auch wenn ich die überhaupt nicht leiden kann. Und wir hier total auf... Was haben wir für Zauber? Okay. Und wenn wir hier total auf... ja. Ratten gehen müssen. Harpien. Und so weiter. Was sieht es hier drüben aus? Ein Jünger. Da ist ein Champion. Hier ist ein Angler. Aber ohne Mana Ross. Ich wollte eigentlich letztes Mal schon spielen, aber da war Tower Defense Modus angegangen und da wird das nichts. So, wir könnten natürlich jetzt Ratten bauen. Bauen wir Ratten? Wir bauen Ratten. Wir bauen Ratten. Wirklich eine große Wahl habe ich ja nun nicht. Wir können aber mit den Ratten den Walk da gut aufwerten zu dem Roten. Ne, zu dem Weißen. Zu dem Weißen war das. Wird schwächer, wenn teure Einheit nehmen plötzlich. Genau, den Weißen, Alpha-Menschen. Den können wir da gut nutzen. Weil die Ratten halt unglaublich billige Einheiten sind. Das ist sehr gut für uns. So, wir bauen hier auf. Das heißt, wir lassen hier ein bisschen Platz, dass wir uns dann einen Walk platzieren können. Die Ratte schicke ich weg, damit ich mehr Mythium kriege. Sollte auch so gehalten werden. Hoffe ich mal. Okay, die Ratten sind zu schwach. Ich glaube, das hält die Harpie nicht aus. Nee, das werde ich nicht schaffen. Aber ich habe ein bisschen Mythium dazu gekriegt. Ist noch ein bisschen zu früh, um die Ratten wegzuschicken. So, wir bauen einen Heal. Den machen wir hier hin. So, wir sehen.
könnten einen Robo reinschicken, wenn wir Glück haben, aber es wird nicht reichen. Wird nur die Schnecke noch kommen. Aber der Dachs wird 4 aushalten mit dem Healing. Er ist natürlich auch schwach. Den werden wir groß machen. Wir könnten auch einen großen Walk platzieren, rein theoretisch. Aber ich glaube, da gehe ich lieber auf die Tank-Variante. Jawohl! Zwei Schnecken durchgekommen. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Aber die Angler werden schon fett. Da müssen wir aufpassen. So, Aufprallschaden, das heißt, wir werten zwei Ratten auf. Es passt an sich sehr gut. Wenn wir den Dachs groß machen, hält er verdammt viel aus und die Ratten können lange kloppen. Das ist so der Deal der ganzen Geschichte. Schnecke noch mit rein. Sehr gut. Los, Ratten. Sehr schön, sehr schön. Da wieder gut durchgedrückt. So wie ich das sehen. Jetzt können wir noch Worker bauen. Wir können mit den Harpien die Welle gut halten. Harpien und Dachs reichen vollkommen aus. Ratten machen auch noch ein bisschen was mit. Nächste Runde dann nicht mehr. Dann sind die nicht so geil. Oder wir machen eine große Harpie. So, können wir hier nochmal Ratten bauen. Lassen den frei. Und bauen da nochmal das Alpha-Männchen hin. Und vorne einfach nochmal mehr Dachse. Wir haben jetzt keinen großartig starken Split irgendwie. Aber das wollen wir auch nicht haben, weil wir dann mit dem Schwein uns reinrammen. Da brauchen wir keinen Split. Ja, sollte ausreichen. Leben sogar noch ein paar Ratten. Sehr schön. Schicken Dino rein. Ja, das ist gut. Wenn dann die Verteidigung steht, können wir dann die Ratten auch mehr losschicken. Um mehr Möfium zu sammeln. So, wir könnten noch einen Dachs platzieren. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Das werden wir noch einen zweiten platzieren. Und da so ein bisschen den Schaden aufteilen. Ja. Kann ich eine Ratte wegschicken? Turtle mit rein. Ah, die Qualle muss down gehen. Und auch Harpien. Naja, das wird er schaffen. Gucken mal. Also aktuell, solange den kleinen Piraten noch nicht aufgewertet hat, sind Aufprall-Waves unser Vorteil. Also die nächste. Die nächste wäre unser Vorteil.
Holy shit. Ist einiges durchgekommen. Dann probieren wir halt noch Robo reinzuquetschen. Also gleich. Wird gleich ein Robo reinkommen. Was machen wir? Könnten mehr Healing. Probe rein. Ein Baum platziert. Der ist die Frontend schneller down natürlich. Der ist schnell weg. Der ist noch weg und der kriegt auch den Stichschaden noch ab. Das ist die Frage, ob es reicht. Sieht gut aus. Wird knapp, aber sieht gut aus. Wenigstens der Robo kommt durch. Dann hier einfach Echsen mit reinschicken. Jetzt werden wir ein bisschen mehr bauen müssen, weil ich jetzt nicht so starken Schadensoutput habe, um ihn zu besiegen. Werde ich die Runde ein bisschen mehr bauen. Aber sollte dann klar gehen. Es kam wieder nur ein Kanonenschütze. Der ist weg. Die sind auch weg. Aber der hat gehalten. Alle anderen sind durch. Yuzora hat hingestellt. Okay. Aber nächste Rave, Stich-Raves. Das heißt, mehr auf Stich gehen, ein bisschen Magie mitschicken. Da sieht es dann nicht so einfach aus für ihn. Jetzt schicke ich nur Dino rein, aber wenn ich ihn auf der 12 dann Magie mitschicke, sieht das Ganze dann anders aus. Machen Kampfnarben. Unglaublich gut für die. Ich werde mal einen auf. Zack. Ratte los, schick. Können schon sogar zwei Ratten losschicken. Können wir uns leisten. Den Walk noch gar nicht platziert, aber es kommt noch. Keine Sorge. Schwein ist auch noch nicht bereit gewesen, aber kommt alles. Ganz entspannt. Oh, diese Welle bin ich nicht so gut dabei. Magieschaden war jetzt nicht so stark. Aber es sieht noch haltbar aus. Ja. Schick vier Robos rein. Da sind das, ist das weg, das weg. Yuzora Kaktor Stich ab. Piratenskelett auch. Könnten da noch ein bisschen Aufprall vielleicht reinschicken. Dann noch was zusammenkriegen. Wir bauen Schwein. Und das reicht. Soll ich hier noch die Ratten hinpacken? Und dann schicken wir die wieder auf Treasure. Machen noch Kanonenschütze mit rein. Sollte passen.
Er kriegt jetzt Kampfnarben und wird immer größer. Bananenbaum gebaut. Ja, der hält gut was aus. So, die sind weg. Da komme ich durch. Jawohl. Sogar noch 44 Leben. So wollte ich das sehen. Können wir ein paar Worker aufbauen. So, Aufprallschaden haben wir natürlich genug. Wir machen jetzt hier den Walk rein. Alpha-Menschen, damit er noch stärker wird. Mehr Worker aufbauen. Wir können noch eine Harpie holen. Und dann können wir hier nochmal zwei wegschicken. Schick Echsen mit rein. Okay, 200, der Dino ist schnell weg. Das ist kein Problem. Die Ratten machen gute Arbeit. Wenn ein guter Tank da ist, dann können die Ratten ordentlich kloppen. Oh, das sieht schwer aus. Das wird nichts wahrscheinlich. Außer die hauen nochmal ordentlich rein. Okay, haben wir doch noch geschafft. Das sah schon sehr knapp aus. Die nächsten zwei Waves müssen wir uns keine Gedanken machen. Die Dachse sind stark. Ich muss Magie aufbauen. Wir schauen in Ogre rein. Der wird abgegradet. Wir könnten auch noch einen platzieren, aber ich glaube, ich gehe mit Healing mit rein. Schicken die Ratten weg. Ja, ich heb mir das für nächste Runde auf. Okay, der Ogre ist nicht schlecht. Jetzt geht's an den Baum. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen was geschickt, wäre ich durchgekommen. Oh, ich komme sogar durch. Oder? Ja, ha! Dieses Furzgeräusch, wenn man den auswählt. So, jetzt haben wir unseren Dachs hier, der fett ist. Ich werde den anderen mal mit auf. Wir platzieren auch noch einen. Und dann geht es weiter mit Healing. Und dann werden wir die so ein Stück weit upgraden. Die sollen ja ordentlich viel aushalten. Schicken wir noch Frontline mit rein. Dann passt das. Aber die halten gut aus. Jawohl, Stichlock, greif an. Sehr schön. Ich habe geblockt. So wollte ich das sehen. Zeit für Worker. Das ist eine richtig gute Runde. Also unterschätzt sie mal nicht. Gleich könnt ihr jetzt noch rerollen. Könnt mir noch andere Einheiten dazu holen. Aber ich will ja
so gut es geht mit den Arbeiten, die ich hier kriege. Und das ist ja Quatsch. Deswegen machen wir das auch. Wir könnten ein Häuptchen bauen. Wir könnten aber das Schwein noch upgraden. Theoretisch. Wir können auch Ratten noch upgraden. Ich werde einen Walk bauen und upgraden. So machen wir das. Dann werden wir hier Upgrades machen. Dann schicken wir die weg. Und dann sind wir ganz gut ausgestattet. Mehr Ratten baue ich nicht, das reicht. Oh, das ist schon echt fett. 12.500 Leben. Sehr schön. Starcaller Crab Lord. Chaos oder so? Hm. Man weiß es nicht. So, Schwein-Upgrade. Schwein-Upgrade. Zack, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Muss ich ein kleines bisschen mehr aufpassen bei der Wraith. Gucken wir mal, wie viele Blöcke ich rauskriege noch. Aber Double-Schweine sind schon stark. Der hat auch einmal Kampfnarben gekriegt. Bomb. Jawohl, es war sogar eine Quest. Schaden ist wichtig. Aufpreisschaden kommt ja schon mit. Ach so, das sind meine Ratten, die da noch stehen. So sieht das doch gut aus. Wir bauen hier noch ein bisschen auf. Ich glaube, ich baue keine Walker mehr, sondern gehe auf Einheiten. So, was können wir noch schicken? Wir könnten noch einen. Könnten noch einen schicken. Wir gehen mal mit einer Hexe mit. Nehmen die Mimik einfach noch mit rein. Durch die Crab Lords. 16.000 Leben. Durch die Tore habe ich noch schnell eine Hexe reingepackt. Wie ist das? Helfen wir jetzt oder? Frag ich lieber mal nach. Ja, dann schicke ich nochmal ein paar Dinos rein.
So, wir machen noch eine paar Schweinchen mit dazu. Zack, zack, zack. Wir können ihn noch upgraden. Hier vorne können wir auch noch einen upgraden. Können wir noch eine Hardware platzieren. Ja, nee, keine Ratten. Die Schweine hauen ganz schön rein, wenn man viele davon hat und die abgegradet sind. Hattax ist natürlich schnell tot. Dagegen kann man nicht wirklich was halten. Nächste Wave wird easy. Deswegen haben wir hier noch mal ein bisschen noch mehr Upgrades machen. Dafür haben wir kein Gold mehr. Also wir könnten noch Harpien upgraden. Wir können auch noch die Ratten upgraden. Die möglich sind zumindest. Okay, 500 Mythium ist schon gesammelt, 600. Wahrscheinlich auf 22 gehen oder so. Von 9300 auf 25.800. Das haut schon rein. Der hat komplett getankt. Das ist schon hart. So, wir werden jetzt die noch upgraden. Das ist wichtig. Wir werden die alle noch upgraden. Wir werden die Ratten noch upgraden. Alles abgegradet. 22 Piepen. Sieht doch gut aus. Wenn du ein fettes Teil vorne hast, dann können die Ratten auch ordentlich angreifen. Das ist gar nicht verkehrt. Ich kann auch jetzt natürlich noch Ratten schicken. Damit ich noch mehr Mythium kriege. Ah, nochmal 7 Ratten weg. Das heißt 77 obendrauf. Okay, schauen wir mal. Den Nimbus. Erstmal das. Wir bauen Hexen auf jeden Fall. Bauen wir Hexen. Hexen sind wichtig. Hat viel Laser. Braucht ein bisschen, bräuchte ein bisschen Aufprallschaden vielleicht. Könnten noch Ogre reinpacken. Bauen noch ein Schweinchen. Und dann bauen wir noch 3 Harpien dazu. Das reicht. Aufprallschaden ist wichtig. Vorher geht vielleicht noch raus. Ne, da oben ging raus. Okay, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Vorher. 2440. Ja, die haben ja mehr Worker als ich. Aber ich bin noch besser dabei, was mein Value angeht. Mein DAX ist natürlich jetzt weg. Also ich komme hundertprozentig durch. Ich werde auch hundertprozentig nicht verteidigen können. Aber ich bin noch. Ich habe noch länger gehalten als er. Das ist gut. Er wird noch gefightet. Das könnte sogar noch blocken.
Aber ich sehe ihn schon mal da. Jetzt kommt es drauf an. Ja, der hat ein bisschen abgehalten, aber es war's. Das wird ein Sieg. Victory. Das gab einen Erfolg. Als Nomade gewinnen. Hohoho. Geil, Sarah. Sehr schön. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Dann war's das mit der weiteren Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel beim letzten habe ich Atlanta gespielt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.